Hallöchen, Leute. Und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Erstmal danke, danke, danke. Verdammt, ich habe jetzt inzwischen schon 95 verdammte Abonnenten und das ist für mich persönlich ziemlich viel. Es hat auch gedauert. Es sind inzwischen 500 verdammte Bards zusammengerechnet. Schätze ich mal. Ja, plus, minus eventuell was wegen Ankündigungsvideo oder so, aber bla. Oh Gott. Es ist schön. In letzter Zeit kriege ich auch Kommentare. Hier seht ihr eine schöne Slideshow, die ich eben zusammengestellt habe hier für dieses Video. Ja. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Oh, fuck. Ziemlich zufrieden aktuell in der Lage. Und vor allem ist jetzt letztens noch was passiert, wo ich auch wieder ein bisschen an meine Anfänge zurückdenken muss. Denn Syntax Error hat wieder was hochgeladen. Erst seit einem Jahr weg gewesen, aber jetzt ist er wieder da. Seine Einjahrespause quasi ist vorbei. Er macht wieder Let's Plays. Und verdammt nochmal, er ist so ziemlich mit die erste Person, mit der ich auf YouTube Kontakt hatte. Ich werde ihn hier unten natürlich verlinken. Und aktuell Let's Play der Knights of Honor. Vorher hatte auch Monster Hunter Third Let's Played, aber dank seiner Upload-Pause ist es nicht so weit jetzt gekommen aktuell. Aber ich hoffe, er wird weiter Let's Playen, weil ich liebe dieses Let's Play von ihm. Ich weiß aber nicht, ob er weitermacht oder nicht, weil er hat mir noch nicht mal gesagt, dass er weiter wieder anfängt, einfach nur um mich zu überraschen. Von daher hat das jetzt nichts zu sagen, dass ich da keine Infos habe. Pokémons Markt hat er auch angefangen. Ich bin übrigens ein Schwalbini, Leute. Schwalbini sind cool, ehrlich. Und ja, das war's dazu. Dann noch zwei weitere, eine weitere Person, deutscher Let's Play, den ich jetzt gefunden habe. Ich merke immer wieder, es lohnt sich mal auf die Kanäle der Leute zu gucken, die mal einen abonnieren. Also auf die Kanäle von seinen eigenen Abonnenten mal zu gucken. Weil Black Mamba LP, der hat da kommentiert. Und Leute, die kommentieren, sind immer sympathisch, weil Kommentare sind cool. Und man freut sich immer, Kommentare zu lesen. Ich habe mal vorbeigeguckt. Aktuell sehe ich von ihm ziemlich gerne Banjo-Kazooie und Metroid Prime. Wobei ich sagen muss, dass ich Metroid Prime aktuell nicht sehe, weil ich Banjo-Kazooie am Durchsuchten bin bei ihm, weil verdammt, Banjo-Kazooie ist ein geiles Spiel. Kann ich nur sagen, Empfehlung. Am Anfang hatte er hier, vor allem mit Mikro hier Rauschen und ein bisschen und eventuell Spiel zu laut und so weiter, ne, Anfangsprobleme. Ist aber, wird aber besser und ist besser geworden in den neueren Parts. Banjo-Kazooie ist auch schon fertig aufgenommen und hochgeladen. Banjo-Tooie kommt, glaube ich, auch nochmal von ihm. Auf jeden Fall hat er das mal in einem Part erwähnt, wo ein Gast dabei war. Wo ich jetzt keine Ahnung habe, wie der heißt. Muss er euch sagen. Ach ja, was ihr gerade hört, das ist das neue Headset, das ich mir geholt habe, weil ich mir gedacht habe, na komm, holst du dir ein neues Headset. War jetzt nicht so teuer, weil ich habe mir eine 2 TB Festplatte geholt. Yes, Otaku. Um alles abzuspeichern. Das komplette System sich um meine PCs. Da kommen alle fertig aufgenommen, hochgeladen, Let's Plays drauf, die, ja, da, ne, damit ich Platz auf der einen Festplatte zum Aufnehmen habe. Da muss ich jetzt sagen, apropos fertig aufgenommen Let's Plays, auf meinem Backup-Kanal inzwischen fertig hochgeladen ist die Like-Catch-Up-Villa. Ich glaube, es fehlt noch ein Part von Mario Party, auch wenn Mario Party 6 im Prinzip nie beendet ist, weil wenn halt ja und ich mal Bock drauf haben, dann nehmen wir einfach weiter auf und laden es hoch. Beziehungsweise ich lade es hoch. und zieht Schuld einfach in dem Spiel. Nein. Ist ein cooles Projekt. Es macht Spaß. Und man kann es immer wieder mal machen. Und ja. Dann. Minish Cap wird auch aktuell noch hochgeladen. Sobald das fertig ist, kommt es auch auf meine andere Festplatte drauf. Das. Ja, man merkt schon, im Prinzip alle beendeten Projekte kommen da hoch. Obwohl, ich werde dann wahrscheinlich auch Final Fantasy Crystal Chronicles anfangen hochzuladen, bevor es beendet ist. Einfach nur, weil ich verdammt nochmal Crystal Chronicles schon mit über 100 Parts vorangebracht habe. Und es ewig dauern wird, das komplett hochzuladen. Ja. Sad, sad. Noch zwei drei englische Let's Player, die ich empfehlen will. The Cold 777.
der Let's Played aktuell Tome on Another World, was ich bei ihm sehe. Dann noch The Depressed Ayer, der hat Labyrinth of Toho fertig Let's Played. Richtig cool. Und Legend of Grimrock. Er hat nur so viel hochgeladen, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme, mit seinen Videos zu schauen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was, was man ihm nachwerfen soll. Das sehe ich dann eben, wenn ich Zeit habe. Weiterhin kann ich noch empfehlen Demonica. Demonica ist... weiß ich jetzt gerade nicht. Extrem cool, weil er hat einen sehr speziellen Gastkommentator immer bei seinen Videos dabei. Und ich kann gar nicht von den Videos weggucken, weil ich den sonst einfach nicht mitbekomme. Ihr guckt bei ihm vorbei, ihr werdet sehen. Natürlich werden die drei auch hier drunter verlinkt, weil Ehrensache. Dann, das war's mit Werbung und nein, ich Leute empfehlen, weil haben's verdient. Ja. Abo-Special, ich hatte ja ursprünglich gesagt 95 Abonnenten, ne. Wenn es 100 sind, kommt dann, ich weiß schon, was ich machen werde. Aber ich den Einplan, den ich hatte, mit Punch-Out wieder verworfen habe, weil das möchte ich dann doch noch nicht so früh machen. Abgesehen davon, dass ich keine Zeit habe in letzter Zeit dafür. Das mache ich dann nicht. Klar, bis ich eben machen kann. trotzdem. Alle 100 Abonnenten werden verdammt nochmal vorgestellt, das bin ich denen schuldig. Ja, das wird so viel Arbeit sein, wenn ich mich blöd anstelle. Ja, ich mag Metabots, wer irgendwie das noch nicht begriffen haben soll bei den ganzen Screenshots. Mein tolles Kanaldesign. Scheiß YouTube. Ehrlich, ich will das alte Kanaldesign zurück. Mein neues Kanaldesign. Finde ich aber auch extrem cool. Da sieht man im Hintergrund die Liste. Yu-Gi-Oh! Webcam Duel Banners ist aktuell in Arbeit. Leider kann ich die Thumbnails ja nicht richtig einstellen, aber naja. Das da ist, wer es nicht sehen sollte, oder war, The Legend of Zelda. Richtig geiles Bild und extrem groß. Ach ja, und eine Timeline. Der werde ich folgen, aber eine Zensur. Genau, nämlich, ich sag noch nicht genau, welche Reihenfolge. Also, wer aufgepasst hat, wird wissen, was ich davon alles jetzt blenden werde, aber... Sollen sie dann mal selbst Arbeit reinstecken, um das rauszufinden. So, das war das jetzt zu etwas anderem, denn... Nächste Woche mache ich Pause. Ich habe die ganze nächste Woche frei. Denken sich viele, ja, perfekte Zeit aufzunehmen. Es ist die perfekte Zeit zu lernen. Denn ich sollte langsam mal wirklich viel für die Uni lernen. Und daher werde ich nächste Woche sehr viel für die Uni lernen. Das heißt, ich nehme nicht auf. Weil wenn ich aufnehme, dann hat es als Folge, dass ich mich dadurch ablenke. Und dann rendern und hochladen. Und dann Posteingang gucken und PMs und Kommentare und bla bla bla. Dann kann ich nicht so gut lernen. Natürlich werde ich nicht komplett untätig sein. Ich werde Tome on Another World noch hochladen. Das wird jetzt dieses Wochenende zu Ende aufgenommen. Der letzte Part. Ich werde mir dafür so viele Leute wie möglich einladen, nämlich... Also so viele Leute, wie ich eben vorhabe. Es werden nämlich... Ich habe vor... ich kann nicht sprechen. Jeden einzuladen, der jemals in dem Part dabei war. Mit anderen Worten. Ganz voran werde ich Vanikas natürlich anschreiben. Dann werden noch... wird noch Annie dabei sein. Wolf, Midi und Daniel werde ich anfragen. Wobei Andy das größte Problem wahrscheinlich wird, weil er die letzten Tage nicht on war und ich ihn nie fragen konnte. Andy, wenn du dich siehst, ne? Weiß Bescheid. Oh, und da wiederholt sich ja schon wieder Slideshow. Fuck. Das Bild ist so cool. Ja. Dann werde ich endlich die Aufnahme Fragile Dreams nachholen vom Livestream. Mir ist ja irgendwie eine Datei verloren gegangen, die ist einfach nicht mehr da. Mit der Geräuschen der Konfi. Also, und Geräusche ist das richtige Wort sogar in diesem Fall. Und dem Ingame-Sound. Was extrem scheiße ist, weil der Ingame-Sound ist geil und wenn die Leute sprechen, sollte man das vielleicht noch hören. Das nehme ich dann nochmal auf, weil ich habe den Speicher ja noch. Und... Das wäre damit abgehakt. Livestream werde ich dann mal gucken, ob es diese Woche Freitag oder Samstag kommt. Wahrscheinlich Freitag, weil ich dann Samstag vorhabe, Tome on Another World abends aufzunehmen. Im Umkehrschluss habe ich dann eben Samstag keine Zeit zum Streamen, dann mache ich das freitags. Und weil ich es wahrscheinlich Samstag sowieso bei irgendwo anders im Stream schauen werde,
falls denn Miji streamt. Was mich freuen würde, weil ich sie gerne. Und wahrscheinlich wird es dann Dragon Nest sein, weil sie es aktuell suchtet. Ich habe es auch überlegt anzufangen, aber sobald ich ein MMORPG anfange, nein. Wie war das nochmal? Ich wollte lernen? Ja. Passt nicht zusammen, Leute. Okay. Habe ich jetzt alles abgearbeitet? Neue Festplatte, neues Headset, Pause, Werbung für Leute. Danksagung, ihr seid geil, Leute. No homo. Für die, die es wissen wollten. Ihr seid wirklich cool. Nur noch ein bisschen mehr kommentieren. Daran kann man es noch ein bisschen verbessern. Aber ich krieg von meinen Stammleuten Kommentare, das ist schon mal etwas. Mehr als früher. Weil, bla, können ja einige sagen, 11 Aufrufe sind nicht viel bei einem Let's Player und mit 95 Abonnenten auf dem Video, aber ich habe mehrere Projekte, jeder sieht was Unterschiedliches, dann sieht nicht jeder. Jetzt bin eigentlich zum Beispiel Thoman oder so, ne? Also 16, 17 Aufrufe normalerweise. Vielleicht sind 20 Leute, die ich sehen und nicht jeder sieht jeden Part und so weiter. Kann ich verstehen, die sind sehr lange. Vor allem in letzter Zeit sind die nicht mehr ganz so spannend, weil es sind Story ist vorbei, es sind jetzt nur noch Kämpfe. Naja, nächster Part ist letzter Part. Ich hoffe mal, da werden dann alle dann auch einschalten, weil es ist der letzte Part. Sowas zieht man sich einfach an, wenn man zwischendurch gesehen hat. Gehört sich so. Achso, was ich noch sagen wollte, wo ich gerade Monster sehe. Danke, Bild. Ja, Syntax Error. Eventuell werdet ihr mich dann auch später mal auf seinem Kanal finden, sondern, oder wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, weil es ist... Also, wenn ihr mich fragt, ist es 100% sicher, dass wir irgendwann mal was zusammen machen, weil wir werden es auf jeden Fall irgendwann mal was zusammen aufnehmen. Weil sich es einfach so ergeben wird. Und wahrscheinlich wird es Monster Hunter Try sein. Es ist nicht sehr unwahrscheinlich. Wenn er einen Grabber hat, könnte das sogar schon losgehen. Und den holt er sich eventuell nächste Woche. I shall play you the song of my people. Das Bild ist so cool. Und ja, wenn er das macht, dann kann es hin und losgehen. Mal gucken. Rio hatte das auch mal vor. Ich schreibe den da mal an und frage ihn, ob er da mitmachen will. Und vielleicht auch noch Justin, weil mit 4 Leuten spielt es sich am besten bei Monster Hunter. Und das Schöne ist, ich werde meine super starken Charakter nehmen. Aber nur damit ich nicht die ganzen Rüstungen farmen muss, sondern ich werde immer schwache Rüstung nehmen, dem Level angemessen. Das heißt, ich werde jetzt keine Rathalos-Rüstung nehmen, bevor wir in Rathalos bekämpft haben. Keine Racing vor, ne? Versteht schon. Da wahrscheinlich niemand sehen will, wie wir alle komplett verrecken und total abkacken, weil dann würdet ihr eine Quest zigtausend Mal sehen. Werde ich auch nicht zum Beispiel eine Eisenrüstung nehmen gegen Racing. Ich werde dann schon... Also vielleicht... Eine Yagi-Rüstung werde ich dann wahrscheinlich nehmen und dann eine stärkere Version davon. Weil ich habe noch ein paar Rüstungen und dann eben ein bisschen aufgebessert. Das ist nicht viel, so ein paar, 1, 2, 3 Rüstkugeln, aber es ist immer ein bisschen eine Stärke, damit wir nicht so stark verrecken, was dem ganzen Let's Play zugutekommen sollte. Waffen habe ich sowieso noch genug auf Lager. Die hole ich mir aus, kann ich mir aus zur Not schnell holen dafür. Das ist auch der Grund wahrscheinlich, wieso ich es toll finden würde, wenn er aufnimmt, weil... Ich habe keine Lust, einen neuen Charakter anzufangen. Mit den ganzen. Aber wir werden dann natürlich alle Quests zeigen. Zur Not würde ich dann eben auch neu anfangen und das dann eben alles damit zeigen. Aber es würde bedeuten, dass wir offscreen extrem viel spielen müssten, um die ganze Ausrüstung für die hohen Quests zusammenzubekommen. Damit wir die Rüstung haben, die stark genug dafür sind. So können wir es einfach so machen, dass wir offscreen gehen, die übelsten Quests machen. Und dann ich einfach mir meine super starke Ausrüstung reinhaue, Justin auch, und wir dann sozusagen Syntax ein bisschen mitleveln. Und ja, Retro ist awesome. Eventuell könnte man so machen, damit Offscreen Farm schneller geht von Items. Wir werden nicht alles Offscreen Farm. Oh mein Gott, nein. Das ist ja der halbe Spaß bei Monster Hunter. Und wahrscheinlich werde ich hier und da eventuell auch Farm mal streamen, weil es bietet sich an. Und da ich sowieso gerne Monster Hunter in Streams spiele. Ja. Ja, wir müssen noch gucken, wenn wir es machen, wie wir es genau machen. Das ist alles jetzt nur hypothetisches Gefasel und so. F
Uhr gucken. Auch wenn es mir nichts bringt, weil es eine Armbanduhr ist. Kann ja mal ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Die erste Aufnahme von Okami möchte ich normal machen. Die gefällt mir nicht. Ich habe da außerdem was hier und da was weggeklickt gehabt, was ich gerne hätte doch drin haben wollen im Nachhinein. Und Roxas war halb am Schlafen, weil es schon zu spät war. Die zweite Aufnahme gefällt mir, die mache ich nicht nochmal, nur die erste. Deswegen nicht wundern, dann, wenn das eventuell nicht ganz zusammenpasst oder so. Oder wenn ein Kommentar kommt von etwas, was in der zweiten Aufnahme passiert. So, war das alles? War das alles? Ja, ich schätze, das war alles. Achso, nur das übliche Windows Live. Ja, Nachfolgeprojekte werden jetzt erstmal nicht kommen, nachdem ich Crystal Chronicles beendet habe. Hey, das Teil poppt runter dann. Nein, ich bin kein Spielkind. Nachfolge nicht, weil ich will erstmal aktuelles alles beendet haben. Nach Toban in Azul, das wird einen kriegen, da werde ich Technomage dann weitermachen. Aber ich werde dann erstmal mich auf Tales of Symphonia fokussieren. Und dann Paper Mario 2, wenn ich das mit Andy weiter aufnehme. Weil 2 so Aufnahmeprojekte reicht. Ich habe nämlich jetzt gemerkt, so zwei Spiele, die ich mit dem Grabber aufnehme, das geht gut. 3 wieder, da komme ich oft mit dem Rendern und Hochladen nicht hinterher. Weil Rendern dauert und Aufnehmen und alles nimmt auch seine Zeit. Yeah, persönliche Einstellungen und so weiter. Dann wird als Nachfolgeprojekt von Paper Mario 2 erstmal Sakura Wars weitergeführt werden. Das ursprünglich als Let's Show geplant war. Weil ich gemerkt habe, das ist ein cooles Spiel und ich komme mit den Let's Show nicht weit genug, weil ich habe noch keinen einzigen Kampf hinter mir. Ja, das wird dann kommen. Das jetzt war. Jetzt war's. Mit diesem Bild verabschiede ich mich dann. Also, bis dann und ciao, Leute. Yay! Okami!